Ein herzliches Hallo und willkommen zurück. Das ist so hässlich, ich krieg das einfach nicht. Ah, ist das furchtbar. Willkommen zurück bei Arx Debug. Willkommen zurück hier beim bekloppten Xar. Ja, Bekloppten Koja, der. Ja, der und. dir einen hübschen Bartschnitt verpasst hat. Richtig, und bei dir kommt der rote Kopf oben aus der Mütze raus. Das Moment. ist ein Traum. Und die Danu. Man kann sie zwar echt nicht alleine So. lassen. Nee, ja, genau so ist besser. Ja, also die Danu ist am Boot zurück und kommt hoffentlich auch bald hierher. Und wir werden jetzt völlig erfolgreich den Ja, Quentin Terrazino da vorne. holst du oder soll ich? Nein, du. Ich habe schon Okay. dreimal geholt. Jetzt, ich weigere mich. Ich bin schon dreimal vermöbelt worden. Da habe ich überhaupt kein Bedürfnis mehr nach, kein gesteigertes. Verstehe gar nicht, warum. Ich mache das jetzt einfach hier noch ein bisschen höher, dass der erst recht nicht mehr durchkommt. Geht das auch irgendwie nach außen auf? Was ist los? Hängt. Wie hängt? Hängt. Flieht, wenn du mich fragst. Ja, jetzt flieht, ja. Komm von der anderen Seite. Jetzt mussten treiben in die Richtung. Genau. Ah. Ja, da wird wahrscheinlich gleich wieder Akku kriegen, oder? Nee, nee, nee. So Du schnell hast eine nicht. Skatterecke hinter dir. Okay. Das ist schlecht. Weg! Weg! Au! Mach du zu! Ja, mach ich. Die eine ist draußen. Und die habe ich jetzt akkord. Danke! Ich hab beide! Ihr habt zu fett. Die zerlegen jetzt Ja, die unseren zerlegen den Helmkäfig. Zähmkäfig. Bring sie irgendwie rein, Xa. Wird es jetzt noch was mit Was euch? sind da draußen? Ich glaube, das wird nix. 56, 6. Die drin ist die falsche, natürlich. Ja. Also dein Sechser versuche ich jetzt zu erledigen. Ja. Und bevor du stirbst, pfeif die Dinos auf neutral. Oh, mal klar. Bin aber da. Sag mal, warum macht die so wenig Schaden? Vorsicht, du hast noch ein Dings auf Follow. So. Und jetzt die andere bitte reinlocken. Ach, die hat ja alles zerlegt. Der Zehnkäfig ist ja im Arsch. Ja, natürlich. Was denkst du, ob ich da mit der Longneck drauf geschossen habe? Boah, das kann doch nicht wahr sein. Dann reparier doch einmal alles durch. Reparier einmal alles durch. Die hängt genau am Zehnkäfig und pflückt da weiter drauf rum. Ach so. Und wir sind zurück, dass du nicht akkurat siehst. Ja, soll ich Ah, sie ne. wegpenken oder so? Was ist denn jetzt los? Jetzt haut's ab. Jetzt haut sie ab, ja. Aber die wird wahrscheinlich vermutlich gleich wieder zurückkommen. Ja, komm, schieß drauf mit Betäubungsfallen. Schieß drauf, los. Im Wasser würde ich sie nicht betäuben. Ja, gut. Da. Ja, wenn du immer weiter vor mir weg rennst, Ich kann ich renn da nicht nicht weg, die schießen. kloppt mich. Also gleich muss ich ihr töten, wenn du nicht bald mal ballerst. Ich baller doch schon die ganze Zeit, aber. Ich Okay, tut mir leid, jetzt ist fertig. Warte, warte, haut ab. Nee.
ist mir wurscht. Ich muss jetzt sterben, weil ich krieg's nicht weiter getankt. Oder? Ja, wenn's erfahrt. Ja. Jetzt ist gleich hier unsere Schredderie tot. Ja, jetzt hab ich sie. Guck mal, wie lahm die ist. Was ist mit der los? Keine Ahnung, aber ich bin gleich tot. Es läuft bei euch, kann das sein? Ja, sehr. Gut, ja. Jetzt ist vor allem gleich Schredderike tot. Boah, gerade so geschafft. Liegt? Nee, tot. Ich hab sie töten müssen. Das war professionell. Heieiei. Ja, also diese Zähmung geht in die Geschichte ein. Definitiv. Du meinst in die Geschichte von Plesi und Co. In, ja, sowas, genau. Könntest du noch mal Plesi und Simon zum Beispiel Bettchen machen? Müsste doch eigentlich jetzt wieder gleich verfügbar sein. Ich muss erstmal meine Leiche finden. Ich habe nämlich überhaupt nichts. Ist das hier meine Leiche? Also noch ist es ausgegraut. Also mich hat irgendwas zerlegt. Ja. Du liegst da an der Wand. Du liegst da an der Wand. Dich habe ich und ich habe mein Zeug auch. Dann kann ich jetzt auch ein Bettchen bauen, ja. Oh. Wenn ich Thatch hätte. Aber schnell ist die Schredderie, also schnell sind die nicht, gell? Was? Ach, okay. Also, ja, deshalb habe ich auch den Baryonyx genommen, als ich hier rüber bin, weil der einfach wirklich schon noch ein Stückchen schneller ist. Ich wollte nicht den kleinen Baryonyx nehmen. Nee, den kleinen auf keinen Fall. So. Breiten wir den Mantel des Schweigens darüber aus. So. Was für ein Mantel? Von was? Wieso? Ja, ein Mantel des Schreins. Mantel des Schreins. Use. So, Sukali, wolltest du angreifen? Also, Bett kannst du ja sparen. Ich bin gerade aufgestanden. Jetzt eine Sekunde länger gewartet. Hier habe ich jetzt das Bett direkt vor deiner Leiche. Na gut. Dann lauf. Dann laufe ich halt. Oder mach Fast Travel. Wir halten fest. Ja? Die nächste Schredderie lock ich wieder. Hättest du nicht beim ersten Mal einen komischen Käfig gebaut, dann hättest du. Hallo, der Käfig war perfekt. Das war ein Bug, dass das. Du hast ja. Also bitte. Dass die über zwei Wände einfach drüber läuft. Mein Zeug ist in der Schredderie drin, oder? Nein, vorne. Am Hang liegt's. Echt? Ja, ich meine, irgendwas hätte meine. Käfig rechts. Hätte meine Leiche weggeschreddert. Ja. Ach, der Sack liegt da, okay. Dann habe ich jetzt meine Eier wieder. Das klingt falsch. Das war der Plan. Genau. Das hat also alles Plan bei euch, was ihr da tut. Nee, total. Wir wollten ja eigentlich, haben wir ja gesagt, komm. Scheiß drauf. Wir haben ja eine Schredderike. Ja. Mhm. Ich sag nur aber 7 Level. Ja, siehst ja, was die anrichten. Also ich würde das hier als Mahnmal stehen lassen. Sollen wir das so als Ruine stehen lassen? Das könnte man tun, so. Das unnötigste Bauwerk, das wir gebaut haben, oder was? Ja, viel ist ja nicht mehr da. Es sind noch so eigentlich bis auf die Grundmauer niedergebrannt quasi. Sie hat nichts stehen lassen, das Tor. Oh, das Tor, Mann. Mit 5 Leben wahrscheinlich oder so. Was hat's noch? 900 Leben hat das Tor noch von 12.000 oder sowas. So, ja, dann reiten wir zurück. Welchen Weg geht's hier jetzt? Den möglichst direkten und dann verpaaren wir die Zerschredder riechen.
Xa, das heißt, wie rennt's jetzt? Ich würde einfach geradeaus durchrennen fast. Nö, ja, jetzt hier links weg, oder nicht? Vom Redwood links. Ach so, ja. Ja. Also natürlich nicht schnurgerade, sondern dem Fluss folgend. Oh, da steht noch unser Agro-Dingi. Das hätte uns mal helfen können. Endlich mal abzupfeifen. Oh, Pfeifen reagiert ja nicht. Mm-mm. Leider nicht. Na komm her, du Kroko, dann. Achso, ich sollte vielleicht auf den Xar warten. Er hat ja nicht so arg viel Leben, ne? Das Tier. Nee, nicht so wirklich. Aber wenn ich jetzt genau wüsste, wo ihr durchkommt, dann könnte ich euch entgegenkommen. Bin bei ja, du hast da ein Bärchen bei dir. Ist er? Oh, ein Bär. Wie? Aber, Koya? Hm? Lass uns mal überladen. Moment. Wenn wir jetzt hier entlang des Flusses gehen, dann kommen wir doch eigentlich recht, weißt du, wenn wir jetzt querfeldein. Ja, ist schon alles richtig. Nee, ich wollte dir unsere Depp-Produktionsstätte zeigen. Ist das eine gute Idee, jetzt in das Redwood zu gehen mit einem Tier, was fast tot ist? Na, wir müssen nur am Rand entlang. Ich vertraue Xa nicht mehr seit heute. Dann bleib doch, wo du bist. Naja, wir können ja bald Schredderiken züchten. Zwei haben wir ja noch. Nur mal schnell am Rand entlang. Das ist auch nicht hübsch. Ein Traum. Löse! Das hat sich voll gelohnt! Hilfst du mir bitte? Das ist Kino. Ah. 63er Spino. Leck mich doch am Fett. Ich hätte einfach mein Misstrauen. Ich. Jetzt hätte ich gerne Facecam. Ich auch. Könnten wir jetzt bitte nach Hause gehen? Zufälligerweise die Facecam an. Nein. Wenn nicht, könntest du sie bitte aufdrehen? Niemals. Es wäre ein tiefroter Kopf und die Hoeneß wäre stolz. So. Schießt keine Petranodons ab? Muss ich aber, sonst schmeißt mich sein blöder Flügel immer runter. So, wo seid ihr jetzt gerade? Am Verzweifeln. Einfach den Schreien nach, Danu. Einfach den Schreien nach. Könntest du bitte mal in-game schreien? Ich möchte hören, ob ich höre. Das hat sich angehört wie Tarzan mit Blähungen. Ja. Tarzan mit Blähungen. Ja, Tarzan mit Blähungen. Ich schreie und mein Dino macht in dem Moment. Sehr gut. Tja, der weiß halt, was er heißt. So, dann können wir jetzt heim. Das freut mich. Hat sich wenigstens gelohnt? Wie viel Zapper hast du da rausgekriegt? 40. 40, okay, dann hat sich's gelohnt. Ja, es sind 5 Kuchen. Ach du Ass. Und eure Dinos leben noch? Jo. So, ja, also fast gerade eben schon wieder nicht mehr. Oder und ich war zumindest schon wieder halb tot. Nee, ich war gerade halb tot, also war wirklich arschknapp. Was war denn das eigentlich? Das war Caprosurus, der mich runtergeholt hat und dann waren noch 2 andere Capros oder wie? Auf jeden Fall. Nee, es war noch ein Frechdachs oder ein Frechdachs und 2 Caprosurus. Ja, ein Frechdachs, 2 Caprosurus. Weißt du, ich reite da so mir nichts, sehe nichts, Xa hinterher. Xa, egal, ne? Durch. Da machen die nix. Aber dann kaum kommt blöd Koya um die Ecke. Was glaubst du, warum er dich mitgenommen hat? Ja. Das springt mich der Caprosurus an, holt mich vom Dings runter und wenig später springt mich der Frechdachs an und das wurde Caprosurus. Also es ist echt, das ist Teamwork vom Feinsten. Ja. Vom Feinsten, ja.
Achso, nee, Female wollen wir ja nicht, weil ich hätte dann Female Tyrannosaurus 65. Was hab ich denn jetzt hier angegriffen? Oh, Capro! Noch, das gibt's doch nicht! Sonst nie! Nie! Oh, ja, das Snack. Au! Fuck! Seid ihr noch am Redwood oder seid ihr da schon vorbei? Achtung, Piranhaco, ja. Ja, wo ist mein Barry? Da. Wir sind schon am Redwood vorbei, wir sind beim grünen Pinökel am Fuße des Wasserfalls, des unteren. Ja. Okay, dann seid ihr jetzt bei mir. Oh. Nach Hause. Scheiß Tag. Echter Scheiß Tag. Aber geh. Ja, für den Charakter hier schon. Überladen. Ja. Immer so ganz frisch. Schauen wir mal, ob wir es da noch sehen oder ob es weiter sind. Also ich sehe da drüben, nein, das ist das, was ich vorher killed habe. Nervenzusammenbruch. Oh, oh, was hast du denn uns? Ja, das bist du. Hast du ja, ja, ich sage, ich glaube, ich sehe euch. Kuya, der da vorne rennt. Ich habe aber gerade kein Stamina. Ich renne, als gäbe es keinen Morgen. Kurz wartet. Nein, ich warte nicht. Ich warte auf nichts und niemanden mehr. Ich gehe jetzt durch bis zum Boot. Auch nicht auf einen neuen? Auch nicht auf einen neuen. Was? Auf wen? Ach, den hast du ja dabei. Was glaubst du, auf wem ich reite? Was weiß der nicht? Ist egal. Die. Der kommt auch zum Boot. Und dann wird der neue verpaart. Wer dann weiß. Werden wir nie wieder über diese Folge reden. Ja, ja, träum weiter. Überhaupt, wenn ihr das Mahnmal stehen lassen habt. Ich frag mich noch, welchen Titel ich dieser Folge gebe. Dann werden wir noch oft drüber reden. Katastrophenfolge. Ich meine, Nervenzusammenbruch hatte ich schon mal. Oh, da liegt ein Ei. Was ist denn das für uns? Ein Diplo. Okay, danke. Ja, komm, an die Blume, wenn du magst. Dum-ti-dum. Ach, was ist das so schön ruhig hier vorne? Hallo, Friederike. Du schaust leicht mitgenommen aus. Ja. Ganz leicht. Naja, die hat immerhin wieder so ein knapp halb Leben. Mhm. Aber sie war wirklich auch fast tot. Also das war hopp oder top. Das war wirklich der Kampf am Ende. Hätte die noch ein, zwei Schläge gesetzt, wäre übel geworden. Wir können noch ein paar Paririnos zählen. Die laufen hier vorne noch. Ich habe aber nicht nachgeschaut, ob wir Männchen oder Weibchen haben. Habe ich vergessen. Ich habe erstmal genug von dem. Ja? Also Paririnos machen uns auch noch fertig, ja? Ja, ja. Heute ist irgendwie kein guter Tag zum Zähmen. Ein guter Tag weiß zum nicht, was Zähmen. Ihr habt. Also Danu und ich haben das super gemacht. Also den Kleinen da? Im zweiten Anlauf. Das ja, aber wir hatten wenigstens Spaß und sind nicht gestorben dabei. Ja, der Zähmkäfig ohne Tür war schon... Ja, die Tür ist aber schön kaputt, also die ist schön weggeflogen. Ja, ja, und dann habe ich mich hingestellt und gegenge... Also ja, sie ist ja dann gar nicht auf dich. Sie wollte ja nur flüchten. Ja, ja nee, flüchten. Nee, sie hat dann am Ende hat sie kurz auf mir rumgeprügelt. Ja. Er. Die Schredderie halt. Ja. Gehen wir da gleich rüber. War das dann rechts nochmal oder geradeaus? Links. Dann solltest du mich auch schon sehen. Wie, du bist vorne? Also du tauchst da. Nein, neben dir fast. Oh so. Auf der anderen Flussseite. Ich sehe den Kopf von dir noch aus dem Wasser schon. Jetzt doch nicht mehr. Da. Aber das Schöne ist, dass die Tiere eigentlich gar nicht angegriffen werden. Nö,
Die waren eigentlich schon ganz angegriffen. Kannst du überall rumrennen? Ja, die Baryonyx sind da so ein bisschen empfindlicher. Obwohl die Dilos wenigstens auch nichts machen. Das ist schon mal viel wert. Da ist er. Ja. Schauen wir uns gleich mal die Werte Tattel an. Tattel habe ich mir von deiner geklaut. Ja, ein paar habe ich natürlich schon verändert. Echt jetzt? Naja, nur Leben und Gewicht und Speed. Moah. Na gut. Moah. Ja, war nötig. Ja, wir hätten doch die Rohwerte mal vergleichen müssen wegen Verpaarung und so. Aber gut. Hinter dir ist ein Raptor her. Egal. Naja gut, ich meine, da bleibt ja eh nicht viel Auswahl. Ich meine, wir haben nur ein Männchen. Eben. Und das bessere Weibchen ist das Schwerterige. Stimmt, wir haben ja nur ein Männchen. Ja. Weiß nicht warum. Ihr vielleicht? Ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Weiß auch nicht, wo das zweite hin ist. Ja. Xa hatte doch noch so ein großes gefunden. Was hat denn der mit dem gemacht? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist tatsächlich hinter einem Stein verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Mit dir wurde schwarz vor Augen und als du wieder aufgewacht bist, war es weg. Genau, genau. Ja. Ich habe allerdings deiner Schreiterike dafür den Sattel gemopst, gell? Meiner Schnitzelinde meinst du sehr wohl. Genau. Ja, dann baue ich ihr jetzt mal einen neuen. Ja. Ich habe mir gedacht, nachdem ihr den eh gelernt habt, brauche ich ihn nicht lernen, sondern ich baue ihn mal eben schnell aus. Ja. Das kriegen wir schon. So. Aber ich wollte, wenn dann nur den da umbringen, nicht gleich deine. Unser einziges Männchen willst du umbringen? Ja. Ihr hattet ja noch eines. Ich weiß ja nicht, warum ihr das nicht durchgekriegt habt. Wir hatten ja ein Pack. Wir hatten ja. Eieieiei. Ich räume dann das Teamzeug weg. Das brauchen wir ja gerade nicht mehr. Nee, nicht wirklich. War gut, dass ich euch das extra vorbeibracht habe. So, dann zeig dich mal her, Terizinosaurus. So. 3, 2, 6. Oh, der hat viel Stamina. 2, 8 hat er gehabt vorher. Leben. Aha, der hat. Ja, doch, der hat relativ viel Stamina von Grund auf, weil die anderen haben wir sehr hoch leveln müssen. Das geht. Oxygen wenig, Food wenig, Gewicht. Ja, 190 Damage, was habt ihr so? 209. Ich bin jetzt mit Schredderrücke. Damage hat er nichts dazu gekriegt, Stamina hat er nichts dazu gekriegt. 218 mit Schredderrücke. Haben aber auch einiges draufgegeben, ne? Mhm. Jo. Ja. Wie gesagt, momentan hat er Speed. Stamina Damage braucht macht er noch jetzt ein nicht bisschen. Mega. Ja. Ist okay. Also. Jo, das passt. Kann man nicht meckern. Hat jetzt zumindest kein Oxygen oder so bekommen. Unglaublich. Nein, deiner hat mehr. Dabei hatte Dano ihre Finger im Spiel. Hm. Gibt's dann immer Tauchdinos? Na? Fester. Er hat's verdient. Er rennt eh, ich weiß nicht warum. Komisch, er rennt zu den... Oh, die tote Schweinchen. Zwei tote Schweinebabys. Zwei nö, tote Schweinchen. Oh. Oh nö. Die Rabeneltern. Müssen wir eigentlich schon 4 Grabsteine aufstellen, oder? Hm. Sehen wir es positiv. Ist da noch irgendwer eine... Also das Rosebutz hat schon wieder Kind gekriegt. Und wer noch? Weiß nicht, das sind die Männchen da hinten, aber hier fehlen noch ein paar, oder? Oder sind die alle hier vorne? Oh, die ist schwanger. Die ist schwanger, ja. Wer ist schwanger? Moment, Coach Kacker. Coach Kacker ist schwanger. Er hat's geschafft. Coach Kacker. Oh Mann. Wo sind? Aha, aber Coach Kacker, da müssen wir noch abwarten, oder? Da müssen wir noch, dass er, wenn er... Wie lange dauert's noch? Der ist so bei ein bisschen mehr als ein Drittel. Ja, dann stell ihn irgendwo außen hin, so. Ich würde auch sagen, wo oder? Wo ist das Josefinchen? Da. Die haben aber beide nichts im Inventar. Stell ihn irgendwo außen hin, die ist so lustig, die Dano. Naja, die flüchten doch auch dauernd. Ja, ich versuch's gerade mal. Ich versuch's mal nachzumachen, aber ich bin zu dumm. Im Gegensatz zu einem Schwein. Aber ich werde den jetzt einfach mal separieren hier. Und im Mate Boost wegnehmen. Im Wandering wegnehmen. Disable Wandering, genau so. Und dann stellen wir ihn denn mal hin. Oh, es ist eine Sauerei hier.
Daher vorne, würde ich sagen. Hier an den Felsen. Okay. Was? Ich hab doch Disable Wandern gemacht. Hör doch. Coach! Du Idiot! Coach! Sage mal! Red ordentlich. Change, Disable, Disable, Wandering. Oh, jetzt nochmal. Coach, du dumme Sau! So gemeines. So. Das ist. Oh ja! Was denn? Ich kann doch nicht dafür, dass sie so heißt. Doch, natürlich kannst du was dafür. Guck mal, wie die hier alle zusammenhängen. Mhm. Sehr schön. So. Bitte, für alle Beschimpfungen ist Koja zuständig, ja? Bei ihm beschweren. Mach mal, ach, hier. Hast du noch einen Stein gebaut? Ja, ne? Ich hab noch einen Stein gebaut, ja. Ja, deshalb kam ich da jetzt nicht mehr raus. Ich selbst, aber da vorne geht's noch. So, wupp, wupp. Wir haben auch eine Eingangstür, Koja. Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Oh, mein. Einmal, bitte nur einmal. Mit Ach, Profi. Wer will das denn? Keine Ahnung, es wäre voll langweilig, aber es wäre mal eine Abwechslung. Xar geht deine Rüstung reparieren. So, jetzt haben wir einen Koja-Zerschredderer, dann hätten wir jetzt eigentlich einen Xar-Zerschredderer, aber ich würde sagen... Ach nee, Quatsch, haben wir ja gar nicht. Quentin Terizino. So, der Name muss einfach sein. Und der kommt jetzt mal Und mit. Finger weg vom Leveln. Wie, was? Den willst du machen? Ja. Mhm. Immerhin. Gut. Dann bring mal seine Partnerin, seine Auserwählte. Das müsste Schnitzelinde eigentlich sein, weil höhere doch Level. Beide. Beide? Na klar. Wir haben doch nur 10%ige Chance auf diese Herzchen. Ja, ich dachte, das reicht, wenn wir ein Baby zeigen, oder? Ach so, ja, das ist eigentlich schon. Eben, insofern machen wir Schnitzelinde. Mit viel Pech kriegen wir eh Trillinge. Ja. Von unserem Glück. Die Frage ist, wo sind dann die Schokoladen? Sind die in den Verpaaren? Sind die im Baby? Die troppen, glaube ich, neben raus. Ach, was? Okay. In den Schweinen habe ich jetzt definitiv nichts. Also die Schokolade, die da droppt, ich weiß nicht, ob ich die essen will. Wieso ist da Hyde drin? Keine Ahnung. Habe ich mich eben auch schon gefragt. Mhm. Ich habe es mal entfernt. Beim Sepp. Was? Was für ein Sepp? Ja, frag nicht. Wir haben eine Kiste mit Sepp. Achso. Ja, damit kann ich schon mal mit dem Hyde nicht gewesen sein. Ich bin zufrieden. So. Wir werden das in deinen Videos kontrollieren. Oder wir brauchen das eigentlich gar nicht. Wir haben deine Zuschauer. Hm. Wo hast du ihn hinbracht? In den Schiffs... vorne. Ins Schiff. Ah, in den Schiffspuff. In den Schiffspuff. Da habe ich auch schon die Baryonyxe verpufft. Aha, okay. Ach so, machst du das. Okay. Kriegst du mal rein, bitte? Ja, ich gehe rein. So, wo hat denn der Disable Wandering da? Ich hoffe, die kommen jetzt nicht über eins hoch drüber. Mach lieber zweite drauf. Dann muss ich nochmal kurz... schau mal, in der einen, glaube ich, müsste noch was drin sein, oder? Oh, ja. Oder war es in der Schredder? Nee, müsste in der drin sein, wo du bist. So, ich komme nur zur dritten Stelle nicht hin. Ja gut, da kommen sie nicht durch. Ist schon okay. Na gut. Oh, ich hab noch eins. Moment. Oh, scheiße. was treibt er da? Nix, gar nicht. Oh Mann, diese so, Folge. So, sie sollten Herzchen haben. Koja, das ist heute dein Tag. Oh Mann. Was seid denn ihr? Weg. Xar, bleib einfach weg. Schau's dir nicht an. Es ist alles gut. Alles super. Sie mögen sich. Sie mögen sich. Es geht ihnen gut. Und hier ist nichts passiert. Und bau bitte gleich eine Wand. Gar nichts. Hier gibt nichts. Hier gibt nichts zu sehen. Hier gibt. Bleib. Xar. Bleib. Xar. Das ist nichts für deine Augen. Gib Koja 5 Minuten, bis er Wand hat. Gib mir 10 Minuten, bis ich weit genug weggelaufen bin. Vergiss es, Xar kennt die Insel. Wo ist dieser Kerl?
schnell eine Wand bauen. Warte, klar, du nicht so überlegt. Jungs, jetzt wartet doch. Wir wollten doch noch das mit den Herzchen herzeigen, ja? Ne, ach so, außerdem kriegt die bald ein Baby. Beim Verpahren, oder ist das nicht... Ach, beim Verpahren? Nein, im Kochtopf. Ach so, ja, bestimmt. Copper, Reinforced Copper Wall waren das, gell, Dano? Müssten. Okay, gut. Lass mich schauen, aber ich komme nicht hin. Ich kann es dir nicht sagen. Komisch. Dann was sieht die aber da? Obwohl, nee, die hatte ich ja nicht angemalt. Nee, die war zum Glück keine rote. Aber am anderen Schiff müsstest du noch malen, die ich vorhin abgebaut habe. Ja, wir haben lauter Profis hier. Und Danu schafft es wieder im Offscreen zu failen, weißt du? Darüber haben wir schon geredet, ja? Ja, ja. Das hast du schon ausgeschlachtet, geredet, ja? Geredet schon, aber... Ja, zeigen kannst du es ja nie, weil du nimmst das ja nie auf. Ja, warum eigentlich? Da kann ich ja nichts dafür. Was mache ich eigentlich, wieso? Die zwei sind gleich fertig. Ist schön. Ja, und die Folge eigentlich auch. Ja, wir warten noch auf das Ei. Das Ei ist da. War doch das Ei. Disable Wandering, Moment. So. Oh, das, ja, genau, Xar baut ab. Dann packe ich rückwärts aus. Dano baut ab. Ach, Dano baut ab, okay. Solange du es nicht machst, ist alles okay, Koja. Ich glaube, ich leg mich jetzt einfach hin und tu gar nichts mehr. Fällt der ganze Schiff weg. Dann hier hängt immer noch das Sarko an der Oberleitung. Oh, der Baryonyx hat übrigens ein Ei gelegt. Oder es hat die Amarberries mit irgendwas anderem verwechselt. Das ist ein Wollt Esa. Ihr das Ei sehen? Die blauen Bären. Ja, wollen wir es. Dem ist es übrigens zu kalt hier. Viagra für Sarkos. Auch so lila getupftes hier. Eier wunderbar. Dann werden wir das gleich noch. Wir haben doch die Eierbrötschale. Ja. Die blauen Pillen. Wollen wir die Frisur nächste Folge herzeigen oder diese? Was wollen wir? Ich mein, die Herzen, ja, die schauen wir ganz kurz uns noch an. Genau. Das ist ja nicht. Es ist schon alles im Kochtopf. Nein. Ich dachte, ich hätte schon mal. Die müssen wir jetzt freischalten. Achso, die Frisuren, dass wir die zeigen. Ja, gut, wir können jetzt erstmal zeigen, wie man so machen kann. Und dann nächste Folge zeigen wir die Frisuren dann. Sonst wird das hier ja 40 Minuten im Kochtopf. Hier kann man ja die Schokolade. Also zuerst braucht man mal die Herzchen. Genau. Also diese Herzchen, die kommen. Das ist die Schokolade, ne? Die kommen. Genau. Beim, angeblich aus dem. Genau. Angeblich. Wenn man irgendwie Glück hat. Und dann kann man hier die Sachen bauen und Romantic Facial Hair, ein romantischer Bart. Romantischer Schnurrbart. Ich will nicht wissen, wie das aussieht. Oh, Lebschendo. Du wirst das sehen, Xar. Ja. Und das Heart Emote, okay. Tja. Und du erstellst mal für jeden eins. Egal, hier. Komm, das machen wir jetzt noch. Komm, egal. Das Heart Emote haben wir jetzt dreimal, ja genau. Okay. Ja, Moment, ich stell gerade alle dreimal her. Ja. Kosten jeweils ja nur 5 Schokolade. Ich meine, wobei, so schnell wie man es kriegt, nur. Heart Emote? Was sind denn die Scheren hin? Facial Hair? Use? Bei der Farbe. Ah. Head Hair? Use? Ach, das macht immer diesen komischen Geräusch. Ja, das macht so ein. Bimpalim? Bimpalim? Ich habe uns nochmal einen Tag gemacht, damit wir die Frisuren auch so schön sehen. So, warte mal. Play so, Emote. Art. Was macht die bei Art? Moment. Ja, du machst so ein Herz mit den Händen. Emote. Oh, schön. Und spuckt Herzchen aus. Was? Okay, Moment. Da, warte. Play Emote. Art. Oh. Play Mode. Hart. Huch, ich habe ja nur hart. Hart, 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 hart. Ja, ja, das ist irgendwie leicht verpackt. Okay, meine Arme sind zu kurz. Da krieg ich die vorne nicht zusammen. Mach du mal, Xar. Okay, er macht schon die Frisur. Er schaut sich schon die Frisur an. Mhm. Mach mal deinen Helm runter, du. Genau, du Feigling. Moment. Oh, oh. Koja, du hast geschnittene Haare. Ja, lass mal die Jungs.
Eine romantische Mähne, ja, doch sehr schön. So. Ja, fantastisch, ja. So. So, mach deinen Helm runter und gib Haarwachstum ein. Wie war denn das? Haarwachstum, den habe ich natürlich mittlerweile nicht mehr. Hat den noch jemand? Muss ich gerade schauen, aber ich glaube. Okay, Danu? Ja. Was willst du schneiden? Ich komme irgendwie nicht in dein Menü. So. Ja, weil ich gerade selber drin war. Ach so. Romantik-Mustache. Den romantischen Bart, den haben wir noch nicht gesehen bei. Sag mal, die sehen ja alle gleich aus hier, oder wie? Ja, also sieht die Männerfrisur aus fast so aus wie die Frauenfrisur. So. Bitteschön. Ich kann dir leider keinen Bart machen. Nein, bei Frauen geht das scheinbar nicht. Was? So, hast du das Haarwachstum zufällig? Ich hab's leider nicht, ja. Das kann ich dir gleich geben. Das war, was? Set Head Hair Percent. Warte mal, ich schreib's da, Ja, Moment. Cheat Set Head Hair Percent. Ja. Percent. Und dann 1. 100%. Ja, man sollte auch ein Leerzeichen zwischen Cheat und Dings machen. So. Bart hast du völlig auch. Oh. Facial Hair war das dann statt Hair Head. Also Facial. Ach so. Okay, die schaut bei Männern und Frauen gleich aus. Interessant. Ja, das ist sehr ähnlich, ne? So. Wobei ich ja sagen muss, mir gefällt's. Warte mal, so. Ist ein Traum. Besser. Xa, wir sind schön. Romantisch. Wir haben jetzt alle lila Haare. Das ist ein Traum. Nee, Koya hat einen roten Bart. Ich habe einen roten Bart, aber ich habe rosa Haare, ja. Rosa scheint uns allen zu gefallen. Ich würde, nein, mir nicht. Ich weiß nicht, wer mir ist. Bitte die Haare. Oh ja, das warst du, Koya. Aber auf 75 schaut das besser aus. Also nicht auf 1 lang, sondern ein bisschen kürzer. Auf 7 oder was? Oder nein, ich habe 0,75 jetzt gemacht. 0, oder 0 Punkt? Aber Punkt. Punkt 7. Wie gesagt, bei den Damen, weil dann ist es nicht ganz so extrem lang. Das war zu kurz. Was hast du jetzt eingegeben? Ja gut, für Männer ist immer noch zu lang, die 7,5. Das ist nur 0,7 schon, also ja, es ist ein Traum, also ich finde das toll. Also ich finde es besser als die anderen beiden, so. Es ist sehr romantisch. Das ist total, ey. Ich sage da nur, machen wir das ja, mal alle zum Schluss. Hier kommt der Moment. Genau. Moment. Warte mal, Moment. Ich muss. Okay, dann, Moment. Mal drehen hier alle zueinander. So, und dann so. K drücken, rausscrollen. So, und jetzt alle nochmal so. Und Play Emote Hard jetzt in 3, 2, 1 und go! Oh. Ja. Dass meine Hände vorne nicht zusammenkommen zum Herz. Das ist echt. Das erinnert mich so an die T-Rex-Witze. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ciao. Ist halt ein dickes Herz.